100 Tage ÖVP, FPÖ ist schon vorbei. Wie ist die Sicht von der Burgenland-FPÖ-Seite? In den ersten 100 Tagen Regierungsbeteiligung im Bund ist eine Menge weitergegangen, gerade was die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen angeht, was die Entlastung der Familien angeht. Es wird ab 2019 den Familienbonus Plus geben, die größte familienpolitische Entlastung in der Zweiten Republik. Pro Kind und Jahr ab einem Einkommen von 1.700 Euro, 1.500 Euro pro Jahr mehr, bis zum 18. Geburtstag darüber 500 Euro, aber auch eine Entlastung für Geringverdiener, für Eltern, die weniger verdienen, für Alleinerzieher. Wir haben die Arbeitslosenversicherungsbeiträge gesenkt, das heißt bis zu einem Einkommen von knapp 1.900 Euro erspart man sich ab sofort 300 Euro pro Jahr. Es wird eine Mindestpension eingeführt werden von 1.200 Euro. Für all jene, die 40 Versicherungsjahre vorweisen können. Das sind erste Maßnahmen, die in den ersten 100 Tagen bereits beschlossen oder auf den Weg gebracht wurden. Und so gesehen sind wir mit diesen ersten 100 Tagen aus burgenländischer Sicht sehr, sehr zufrieden.